Der sagenumwobene Berg namens Untersberg in Österreich wird vor allem mit unheimlichen Phänomenen und Anomalien in Verbindung gebracht. Ein Phänomen sticht besonders hervor, nämlich die Untersbergzeitanomalie. Also bleibt dran, um mehr über den Untersberg zu erfahren, in dessen Höhlen sogar eine geheime Bibliothek existieren soll, die Wissen aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte enthält. Doch bevor wir mit dem Video loslegen, würden wir uns über ein Abo und ein Daumen nach oben sehr freuen. Nun macht es euch gemütlich, holt euch etwas Kühles zum Trinken und genießt das Video. Los geht's! Die Untersbergzeitanomalie ist ein Phänomen, das mit dem österreichischen Berg Untersberg in Verbindung gebracht wird. Der Berg befindet sich in der Nähe von Salzburg und ist bekannt für seine mystischen Eigenschaften und Legenden. Es wird behauptet, dass im Untersberg eine Zeitanomalie existiert, die dazu führt, dass die Zeit langsamer vergeht als anderswo. Einige Berichte sprechen davon, dass sich Personen, die in den Berg hineingehen, erst nach Stunden oder Tagen wieder auftauchen, obwohl sie gefühlt nur wenige Minuten im Berg waren. Es gibt auch Berichte über Begegnungen mit mysteriösen Gestalten im Berg, darunter angeblich vermisste Personen oder historische Persönlichkeiten wie Kaiser Karl V. Es wird spekuliert, dass der Berg ein Portal zu einer anderen Dimension oder einer parallelen Welt sein könnte. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was die Ursache für die Zeitanomalie sein könnte. Einige glauben, dass es an der geologischen Beschaffenheit des Berges liegt, während andere behaupten, dass es mit der Energie des Ortes zusammenhängt. Doch bevor wir uns mit diesen verschiedenen Theorien auseinandersetzen, möchten wir euch von ein paar gruseligen Vorfällen berichten, die sich im Untersberg tatsächlich ereignet haben sollen. Die Geschichte von Rosalind Brodsky. Im Jahr 2009 berichtete eine Frau namens Rosalind Brodsky in einem Artikel für eine Zeitschrift, dass sie im Jahr 1972 im Untersberg eine Zeitreise gemacht habe und in eine Zukunft gereist sei, in der die Welt von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht wurde. Brodsky beschreibt in ihrem Bericht, dass sie sich zu dieser Zeit in Europa aufhielt und auf einer Wanderung im Untersberg unterwegs war. Plötzlich sah sie eine Art Tunnel, durch den sie hindurchgetreten ist. Nachdem sie durch den Tunnel gegangen war, befand sie sich in einer komplett anderen Umgebung und wurde mit Menschen konfrontiert, die nicht ihre Sprache sprachen und eine völlig andere Kultur hatten. In dieser Zukunftswelt, so beschrieb sie weiter, ist eine mysteriöse Krankheit namens Rot ausgebrochen, die die Menschen dahinraffte und die Gesellschaft in eine Art Endzeitstimmung stürzte. Es gab kaum noch Menschen und auch die Technologie war stark reduziert. Brodsky fühlte sich sehr unwohl in dieser Zukunftswelt und sie hatte das Gefühl, dass die Zeit gegen sie arbeitete. Brodsky berichtete weiter, dass sie durch eine Art Portal zurück in ihre eigene Zeit und ihren eigenen Ort transportiert wurde. Sie beschrieb das Portal als eine Art Lichtblitz, der sie zurück in ihre eigene Welt brachte. Seitdem habe sie immer wieder versucht, den Ort des Portals zu finden, aber es ist ihr nie gelungen, es erneut zu öffnen und zurückzukehren. Die Geschichte von Rudolf Oeller. Rudolf Oeller behauptete im Jahr 1963 eine außergewöhnliche Begegnung im Untersberg gehabt zu haben. Dabei soll er von einem Wesen kontaktiert worden sein, welches ihm einen Blick in die Zukunft ermöglichte. Laut Rudolf Oeller fand die Begegnung im Juni 1963 statt. Er war damals 34 Jahre alt und als Elektriker tätig. An diesem Tag wanderte er alleine im Gebirge, als er plötzlich das Gefühl hatte, von einer unsichtbaren Kraft angezogen zu werden. Er folgte dem Gefühl und fand sich schließlich in einer Höhle wieder, die er zuvor noch nie gesehen hatte. In der Höhle traf er auf ein Wesen, das er als außerirdisch beschrieb. Das Wesen kontaktierte ihn durch Gedankenkraft und zeigte ihm Bilder von zukünftigen Ereignissen. Laut Oeller zeigte ihm das Wesen Bilder von Kriegen, Katastrophen und gesellschaftlichen Veränderungen, die in den kommenden Jahrzehnten eintreten sollten. Oeller beschrieb das Wesen als humanoid, aber anders als alles, was er zuvor gesehen hatte. Es hatte große Augen und eine schlanke Gestalt. Das Wesen kommunizierte mit ihm in einer telepathischen Sprache und verriet ihm auch einige persönliche Dinge über seine Zukunft. Nach der Begegnung verlor Oeller für kurze Zeit das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, befand er sich außerhalb der Höhle. Er war sich zunächst unsicher, ob das Erlebnis real oder nur ein Traum gewesen war.
Aber die Erinnerungen und die Eindrücke waren so intensiv, dass er sicher war, dass es sich um eine reale Begegnung gehandelt hatte. Oehler behielt das Erlebnis zunächst für sich, aus Angst als verrückt abgestempelt zu werden. Doch später erzählte er von seiner Begegnung und es verbreiteten sich Gerüchte über seine Geschichte. Viele Menschen aus der Region suchten daraufhin die Höhle auf, in der Oehler das Wesen getroffen haben soll, jedoch ohne Erfolg. Die Geschichte von Rudolf Oehler und seiner Begegnung mit einem außerirdischen Wesen im Untersberg ist bis heute ein Rätsel. Die Geschichte von den Bergsteigern. Im Jahr 2012 soll eine Gruppe von Bergsteigern im Untersberg einen Tunnel entdeckt haben, der zu einem mysteriösen unterirdischen See führte. Laut den Berichten stießen die Bergsteiger auf den Tunnel, als sie den Untersberg erkundeten. Der Tunnel soll sich in der Nähe der bekannten Schönbergalm befunden haben und von dort aus in den Berg hineinführen. Die Bergsteiger sollen den Tunnel dann für einige Stunden erkundet haben und dabei auf einen See gestoßen sein, der von einer mysteriösen, blauen Lichtquelle beleuchtet wurde. Einige der Bergsteiger berichteten später, dass sie während der Erkundung des Tunnels das Gefühl hatten, durch die Zeit zu reisen. Sie behaupteten, dass sie plötzlich in einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort waren und dass die Zeit im Tunnel nicht mehr linear verlief. Einige behaupteten sogar, dass sie auf Wesen gestoßen seien, die nicht von dieser Welt stammten. Die Berichte über das Gefühl, durch die Zeit zu reisen, sind sehr vage und schwer zu interpretieren, da es keine klaren Hinweise darauf gibt, was die Bergsteiger damit meinten. Es ist möglich, dass sie einfach das Gefühl hatten, in einer ungewohnten und unheimlichen Umgebung zu sein, die ihnen das Gefühl gab, dass die Zeit stillstand oder sich verlangsamt hatte. Insgesamt bleibt die Frage nach dem geheimnisvollen Tunnel und dem unterirdischen See im Untersberg ungelöst. Es gibt noch viele weitere unglaubliche Erzählungen und Berichte von verschiedenen Menschen über die Zeitanomalie im Untersberg. Aus diesem Grund werden wir noch mehr Videos zu diesem spannenden Thema veröffentlichen. Es gibt sehr viele Theorien darüber, was die Ursache für die Zeitanomalie im Untersberg sein könnte. Wir möchten euch nun ein paar interessante Theorien vorstellen. Erstens. Gravitation. Einige Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Gravitation am Untersberg ungewöhnlich ist und dass sie aufgrund ihrer Stärke zu einer Verlangsamung der Zeit führen könnte. Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein besagt, dass die Gravitation die Zeit beeinflussen kann, indem sie sie entweder verlangsamt oder beschleunigt. Die Schwerkraft am Untersberg ist tatsächlich ungewöhnlich und es wurden Unterschiede im Vergleich zu anderen Orten in der Umgebung festgestellt. Einige Forscher haben daher die Hypothese aufgestellt, dass dies Auswirkungen auf die Zeit haben könnte. Zweitens. Dimensionstore. Es gibt einige Theorien darüber, dass der Untersberg ein Portal zu anderen Dimensionen ist und dass die Zeitverzerrungen eine natürliche Folge davon sind. Diese Theorien beruhen auf der Annahme, dass der Untersberg eine besondere spirituelle oder energetische Bedeutung hat und dass er Zugang zu anderen Ebenen der Realität ermöglicht. Es wird spekuliert, dass die Zeitverzerrungen aufgrund dieser Verbindung zu anderen Dimensionen auftreten können. Drittens. Außerirdische Einflüsse. Einige Leute glauben, dass der Untersberg eine lange Geschichte von Legenden und Mythen hat, die auf eine Verbindung zu alten Kulturen und mysteriösen Ereignissen hindeuten. Einige dieser Geschichten besagen, dass der Berg von Wesen bewohnt wird, die für gewöhnliche Menschen unsichtbar sind, oder dass es in der Vergangenheit unerklärliche Phänomene auf dem Berg gab. Es wird behauptet, dass diese Geschichten mit den Zeitverzerrungen in Verbindung stehen könnten, die am Untersberg berichtet werden. Viertens. Spirituelle Kräfte. Einige Menschen glauben, dass der Untersberg eine besondere energetische oder spirituelle Bedeutung hat und dass dies zu den beobachteten Zeitverzerrungen beitragen könnte. Der Untersberg soll ein Ort der Kraft sein, an dem die natürlichen Energien der Erde besonders stark sind. Einige Theorien besagen, dass diese Energie Veränderungen in der Zeit bewirken könnte. Trotz vieler Berichte und Legenden ist die Untersberg-Zeitanomalie ein unerklärtes Phänomen, das von der Wissenschaft noch nicht vollständig verstanden wird. Es bleibt ein faszinierendes Rätsel und zieht Besucher aus der ganzen Welt an, die den Berg erkunden und das Geheimnis der Zeitanomalie entdecken wollen. Was denkt ihr über die vielen Legenden und Erzählungen über den mystischen Untersberg? Sind es nur Märchen? Oder ist da mehr dran an der Sache?
Schreibt eure Gedanken dazu einfach in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir zum Lesen kriegen werden. Das war's auch schon mit diesem Video. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.